Es geht um das Thema Marken- und Produktpiraterie. Claire, insofern freuen wir uns, dass wir vom Aktionskreis und auch vom Zoll hier in den nächsten Tagen eine sehr attraktive und auch sehr kompetente Ausstellung zu diesem Themenkreis präsentieren dürfen. Britta Mildner vom Hauptzollamt Duisburg. Also wir bemerken schon eine zunehmende Produktpiraterie über den Internethandel. Auf die Gefahren hinzuweisen, die von Fälschungen auch ausgehen können, das tun wir, um den Bürger zu schützen. Und wir begleiten das einfach ganz gerne. Wir haben grundsolide Mieter und ich glaube, dass dort auch das entsprechende Qualitätsmanagement vorherrscht. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, mein Name ist Jochen Keller. Ich bin Filialgeschäftsführer der Karstadt-Filiale in Duisburg. Von der Ausstellung der Fälschung und Originale ist es im Grunde genommen für uns natürlich besonders wichtig, sicherzustellen, dass wir Originale besitzen, weil wir halt im Direktkontakt mit den Herstellern stehen. Wir beziehen die Ware über keine Zwischenhändler, sondern direkt vom Hersteller.